Okay, dann gehen wir mal durch das Portal. Jetzt bin ich mal gespannt. Sexy. Warte mal. Da. Einen schönen Screenshot machen. Perfekt. Na dann, wollen wir mal. Puh, hier stinkt's. Das ist natürlich der beste Anfang. Ah, ist das wieder so eine komische Grotte? Oha, Alter, das ist riesig. Dieser Geruch, reifer Käse. Offenbar war Eramas ein Tyromant. Was sind das hier für... Alter, was ist das hier? Also hier, die Käsestatuen. Was ist das denn für einer? Mach hier mal ein bisschen Licht. Schaden kann es ja nicht. Okay, die Fackel ist auch eher schlecht als recht. Kann ich zu dem Käse? Bin der eine Möglichkeit, da durchzukommen? Ah ja. Darf wohl wahrscheinlich nicht in das Gesöcks da rein. Ich soll da wahrscheinlich einfach durch. Durch das Labyrinth. Jetzt scheint mir das ja ganz gut zu gelingen. Aber ein paar Käse sind anscheinend schon deftig am Stinken. Hier so hin muss? Ich weiß es nicht. Ich zünd hier mal einfach alles an. Dann weiß ich, wo ich bin. Meine Käseprobe. Wesemir wird sich köstlich amüsieren, wenn ich das erzähle. Ich glaube nicht, dass es noch schlimmer geht. Das finde ich aber auch. Ich finde jetzt gerade sehr lustig hier. Cool. Mit Labyrinth einfach. Warum nicht? Warte mal. Hier ist noch was zum Anzünden. Hab's gern hell. Da. Was sind das für Geräusche? Das gefällt mir überhaupt nicht. Noch ein Portal. Ehrlich, das geht noch weiter? Spinnt der jetzt, oder wie? Ich glaube, der hat nicht mehr alle Käse im... alle Käsefüße beisammen. Wer baut sowas hier? Lord Käse von irgendwo? Lord Käse von Emmentaler wahrscheinlich? Hä? Hallo, zünd mal an, Junge. Junge. Komm, mach einmal Schnipp. Ey. Och man, ich hasse das mit dem da ranlaufen. Danke. Ehrlich jetzt, jetzt muss ich aber nicht ins Wasser, oder? Für den Käse. Ich muss ins Wasser. Na super. Okay, ciao Freunde. Gut, dass ich hier so viel sehe. Nicht. Jo, ich sehe voll viel. So. Mit dem Tauchen ist mir immer noch nicht so geheuer. Wo geht's hier aus? Bitte drum. Okay, wohl nicht. Ich sehe nichts. Warte mal.
Oh ja, sieht's doch gut aus. Hallo, ich möchte da hoch. Na, geht doch. Okay. Dankeschön. Hier sind Pilze, keine Käse. Das ist so strange hier. Dann Pilzen mangelt es hier nicht. Oh, da vorne. Den geheimer Käsekeller also. No. Okay, ich dachte schon, da komme ich nicht mehr raus. Was ist das hier? Ich will es gar nicht wissen. Hier sind zu große Höhlen. Für meinen Geschmack. Diese Entdeckung darf ich Lambert nicht vorenthalten. Oh. Neblinge sind immun gegen den Geruch von altem Käse. Na toll. Neblinge? Magische Falle. Nein, 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 nein. Gib ihm hier mal. Das war's schon. Okay. Ich ess mal was. Hat er hier einfach seine Käsefabrik aufgemacht. Find das lustig. Wasserflasche. Nö, 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 nö. Brauche ich nicht. Aber was ist das denn hier? Bullenfigur. Notiz. Die lesen wir mal. Oh ja, die lesen wir mal. Hm. Ah ja, okay, Moment. Die Vision stabilisiert sich und ich sah, man hörte und staunte, wie durch einen Nebel im Mondlicht die vier Prinzen, ein jeder gerüstet und zu Pferde. Was? Der schreibt ja ganz toll. Wie Nebel das Pferd des Ersten, wie Schwefel das des Zweiten, schwarz wie der Abgrund das des Dritten, das des Vierten jedoch ein Pony. Ah ja, okay. Der Mann ist ja auch völlig auf der Höhe. Und dann schaute ich einen klaren Springquell, doch tranken die Prinzen nicht davon. Und dies war verboten. Das ist mir alles zu wirr hier. Bringt mich, glaube ich, nicht weiter. Ist das eklig hier. Was hat er hier gemacht? Irgendwelche Käfige. Hier hat jemand eine Illusion geschaffen. Okay. Dann gehen wir mal da durch. Wo kommen wir jetzt raus? Eine Art Gewölbe. Ich sollte mich umsehen. Ah, ach du Scheiße. Wo, what the fuck? Die magische Barriere ist noch aktiv. Ich muss sie irgendwie beseitigen. Ja, weiß ich auch wie. Ah ja, guck mal hier. Was ist das denn hier? Was kann ich denn da machen? Okay, das Zeichen. Igni. Dann zünden wir das mal an hier. Ah, Barriere perfekt. Deaktiviert. So, und was passiert jetzt? Wenn dieses Schwert so tödlich ist wie Eramas Käse, sollte ich es mitnehmen. Vielleicht nenne ich es Emmentaler. Der Emmental. Ach nee. Oh. Oh Gott, ihr seid doch so durch. Ich sag noch Emmentaler vorhin. Vielleicht nenne ich es Emmentaler. It's der Geralt. Ja, das hat sich ja gelohnt hier. Dann gucken wir mal, was der Emmentaler so drauf hat. Gott, ist das lustig. Ah, ich bin jetzt stolzer Besitz des Emmentalers. Ui. Ui. Alter. Natürlich macht der ein bisschen mehr Bonus hier. Aber 24 mehr Schaden mal mit dem Emmentaler, da bin ich sofort dabei. Und guck mal, ich habe hier auch voll viel Zeug. Chance auf Bluten. Und der hat 3 Slots. Taumeln. Was auf Betäuben.
brauche was, was ein bisschen mehr reinhaut. Adrenalin gewinnen. Adrenalin, Angriffskraft. Hauen wir drauf. Zeichenintensität, Chancen auf Vergiften. Eigentlich auf Vergiften, weil Emmentaler. Chancen auf Betäuben. Chancen auf Einfrieren. Einfrieren ist auch lustig. Zeichenintensität, weiß ich nicht, ob ich das da drauf brauche. Taumeln. Looten. Soll ich nochmal Vergiften drauf machen? Boah, warte mal, Nase juckt. Ich habe keine Ahnung. Oder vergiften. Aber was bringt das Vergiften dann? Wir machen noch Adrenalingewinn drauf. So. Oh ja, das ist ein super Schwert. Und das Schwert, was wir hier haben, natürlich auch. Das werden wir, glaube ich, einlagern. Trotzdem noch gut. Unsere Kutte da, die wir gerade ja haben. Naja. Schleifen wir ja auch nur Zeug mit uns rum. 267 Münzen haben wir. Und wir haben hier ganz viele Münzen. Wir sollten die echt umtauschen. Das sind echt viele. Ohren und Floren. Da können wir so viel mitmachen. Einkaufen und so. Das ist eigentlich schon fast schade, dass wir das nicht haben. Also als richtige Währung. Ja. Dann gehen wir wieder. Wir haben ja nichts zu tun. Ich mache ja mal noch Licht an für den nächsten, der kommt. So. Damit es ja auch schön kuschelig ist. Ah, raus hier. Aber ich muss jetzt nicht ehrlich den ganzen Weg zurückgehen, oder? Oh nee. Das ist jetzt gerade euer Ernst? Muss ich jetzt echt wieder ganz zurück? Eine Illusion. Nein, du sollst das anzünden hier. Zünd ich noch einen anderen Ausgang? Ach, so ein Kack. Na gut, dann schwimmen wir halt wieder zurück. Für das Schwert war es mir, glaube ich, wert. Ich. Ich habe keine Ahnung, wo es lang geht. Ich bin so verloren. Hier scheint es hoch zu gehen. Ah ja, super. Zumindest mal das. Ich sehe einen Scheiß. Was war das? Kann ich ihn hier anzünden? Ach, da liegt einfach eine Fackel auf dem Boden. Alles klar. So, einmal wieder zurück. Gibt es da jetzt keine Abkürzung oder so? Also irgendwie eine A8 oder sowas? Naja. Und da muss ich jetzt auch wieder durch, oder wie? Hoffe nicht. Natürlich muss ich da wieder durch. Aber weißt du was? Woraus hat er diesen Käse gemacht? Aus Neckermilch? Ich muss vorsichtig sein. Ach jetzt. Jetzt musst du noch vorsichtig sein. Naja, das sehe ich aber nicht so. Gut, gehen wir wieder. So, na komm. Und wieder auf die Oberwelt. Gott sei Dank. So, hier sieht es ja gemütlich aus. Huch, ey. Gut, dann haben wir dieses Rätsel ja auch gelöst. Plötzlich steht noch da und Gras, das ist natürlich auch super. Dann gucken wir mal, was wir als nächstes machen. Das war ja sehr ergiebig, was wir gerade hatten. Deswegen mache ich die Nebenquests. Da kriegt man echt immer gutes Zeug dabei. So, mehr auf der Pferde. Auf der Pferde, auf der Pferde. Sprich mit dem Aufseher. Mehrere Orte, okay.
Während der Hexe durch die Scherben streifte, Novigrads schlimmstes und berüchtigstes Armenviertel, nahm er den Auftrag an, ein Monster zur Strecke zu bringen, das im Schutz der Dunkelheit grauenhafte Morde beginnen. Zum damaligen Zeitpunkt konnte er nicht ahnen, dass die Geschichte, die um die Gosse ihren Anfang nahm, in einem luxuriösen Anwesen enden würde. Okay. Hat sich interessant. Gehen wir mal in dieses luxuriöse Anwesen. Aber komm schon, Plätze. Natürlich nicht ohne eine Schnellreise. Komm jetzt. Ui, schön. Alright. Wo müssen wir hin? Sprich mit dem Aufseher. Das ist doch bestimmt die dann der Stadt. Natürlich. Okay. Südtor. Natürlich. Da haben wir da auch was freigeschalten. Gerade gut, dass wir da vorhin waren. So. Krankverräte, das wissen wir. Das wissen wir. Wir müssen auch noch irgendwie solche Gwent-Karten oder sowas finden, denn die, die wir jetzt haben, sind ja ein bisschen schäbig. Nur mal gucken. Und das Gwent beginnt mir auch Spaß zu machen. Gucken wir mal. So, reden wir mal mit der Wache. Wir mögen keine Leute, die hier rumstreuen. Ach nein? Gibt es hier eine Bestie, die jemand loswerden möchte? Ich bin wegen der Nachricht hier. Aufseher Lund hat sie aufgehängt. Ja, die Bestie treibt sich in den Vororten rum, ermordet die Leute. Sie haben Angst, abends rauszugehen. Na dann. Ich würde gerne mit dem Aufseher sprechen. Zu schade, dass er keine Bittsteller empfängt. Was macht er denn genau? Er verteilt im Namen des Stadtrats Hilfsgüter. Mehl und Grütze für die Armen. Natürlich lecker. Macht er das nicht selbst. Dafür hat er seine Männer. Natürlich er selbst, nicht. Beaufsichtigt? Genau. Ich möchte dieses Monster zur Strecke bringen. Dann solltest du dich beeilen. Ein anderer Kerl ist schon hinter ihm her. Ah ja, okay. Wer hat den Auftrag angenommen? Ich habe den Mann nicht gesehen. Hab nur gehört, dass irgendein mutiger Trottel aufgetaucht ist. Na, der mutige Trottel wird ja Spaß haben. Gibt es irgendwelche Augenzeugen von diesen Angriffen? Nein, nur Leichen. Die Bestie erscheint nur nachts und wählt Opfer aus, die alleine sind. Ja, ist ja gut, dass gerade Nacht sind und wir alleine sind. Wann wurde das letzte Opfer gefunden? Nacht ist. Erst letzte Nacht. Hubert, ein Bettler, aber anständig. Ich habe ihn ab und zu im Schuppen übernachten lassen. Dort drüben rechts. Eustachius hat die Leiche noch nicht abgeholt. Sie liegt noch dort, wo ich sie gefunden habe. Gut, dankeschön. Danke. Sehr kooperativ. Der Herr. Dann gehen wir mal gucken im Stall. Oder was auch immer das hier sein soll. Also am Wasser also. Hallo? Ich möchte da rein? Geht das nur mit Licht oder wie? Och, Geralt, wie kann man denn bloß so inkompetent sein? Oh. Der hat auch so einen Wendekreis, wie Plätze. Ja, wie komme ich denn da sonst rein? Was ist das denn? Nostrix, okay. Hä, wie soll ich denn da sonst reinkommen? Hier ist eine Tür. Die war da gerade noch nicht. Ich schwöre. Ah, Fußspuren. Interessant. Das sind nicht die Spuren eines Garkins oder Flatterers. Ja. Blut, aber kein menschliches. Das Monster wurde verwundet. Na, tapferer Bettler. Und da haben wir unseren Kumpel. Alles Blut wurde ausgesaugt. Ein niederer Vampir. Gut, dann suchen wir mit den Hexersinnen mal. Spuren wurden ja gut gelegt. Ist das wieder da hoch oder wie? Es hat offenbar an Stärke verloren und ist am Ufer lang geschlichen. Sherlock Geralt ist wieder am Stissel. Ah ja, einfach ins Wasser.
Thank you.